Und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Und ja, wir machen weiter. Wir fliegen jetzt nach Wanaxo. Die diese Voss-Namen, ne? Die sind richtig übel, ey. So. Und ja, wir müssen ins dunkle Herz. Und ja, dafür müssen wir natürlich wieder Prüfungen ablegen, damit wir den Segen bekommen, dass wir dahin dürfen. Ja, und da erfahren wir jetzt erstmal, wie die Prüfungen denn überhaupt aussehen. War das ein Rancor? Ne. Ja. Auf jeden Fall werden das ein paar ordentliche Prüfungen wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich wieder viel gelaufen, viel hin und her. Alles das, was ich nicht mag. Aber es gehört zu so einem Spiel halt dazu. Ich finde das immer entspannter, wenn man die Orte direkt bereisen darf. Oder wenigstens weiß, wohin man muss. So wie jetzt. Jetzt weiß ich auch noch nicht mal. Boah, nach da ganz oben. Boah. Fahren wir da mal hin, ne? Schießen die denn drauf? Pilgerrückzugsort. Ja, normal müssen die doch tierisch laut sein. Okay, sind sie aber nicht. Warum können wir nicht da einfach rein? So viel kürzer. So, ey, wir sind schon 49. Ey, wir sind bald... Es ist nicht mehr lange, dann sind wir mit dem Charakter hier am Ende. Dann ist finito. Was machen wir denn dann? Mal so eine kleine Frage an euch. Dann haben wir den Sith-Krieger fertig. Dann haben wir noch unseren Jedi. Der ist auch auf einem sehr guten Weg. Ja. Soll ich danach nochmal eine Klasse Let's Play? Habt ihr da Bock drauf? Oder... Ich weiß ja nicht. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr euch das... vorstellen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Und was ihr gerne hättet, Sie sind einsatzbereit. Falls ich eine neue Klasse Let's Playen soll, worauf ich ja hoffe, dann schreibt mal rein, was für eine, weil das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht ja sogar ein, vielleicht wollt ihr ja sogar noch einen auf der republikanischen Seite sehen. Schrein der Heilung. Klingt therapeutisch. Ruhig. Die Idioten kapieren nicht, dass sie im Krieg sind. Die Kommentare von Jessa finde ich tausendmal geiler als von fast allen anderen Charakteren. Also das muss ich wirklich mal sagen. Also die lässt schon manchmal ein bisschen was vom Stapel, ey, da packst du dir am Kopf. Habe ich was gut? Ein Datacron. Das haben wir wahrscheinlich schon, ne? Ach so. Nur wer würdig ist. So, ab rein hier.
Seid ihr Warnak so? Ich benötige den Segen der Einheit. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Mein Schmerz verhindert, dass dieses Leid größer wird. Ich kenne euer Anliegen. Aber ihr seid kein Voss. Der Segen gewährt Privilegien. Ich zögere. Ihr bringt mein Innerstes zum Schreien. Gebt mir, was ich verlange, oder ich bringe auch euer Äußeres zum Schreien. Ich stehe euch zur Verfügung. Aber um den Segen zu erhalten, müsst ihr ein Opfer bringen. Ich zehre Kraft von den Gesunden, um die Kranken zu heilen. Willigt ihr ein? Ich muss mich von euch schwächen lassen, damit ihr diese Kranken heilen könnt. Wollt ihr das damit sagen? Genau. Ihr werdet eine Weile geschwächt sein. Das ist der Weg der Voss. Alles hat seinen Preis. Jessa, ich brauche dich. Ich kann euch einfach nichts abschlagen. Das Opfer kann von jedem erbracht werden. Stillhalten. Das war unangenehm, aber ich zügle meine Wut. Bezahlung erfolgt. Das Leid ist gelindert. Ich kann euch den Segen der Einheit spenden. Ihr dürft beginnen. Einheit gewährt. Wenn das nicht den gewünschten Effekt hat, werde ich äußerst ungehalten sein. Ich weiß nicht, was ihr erwartet. Ich muss mich dem Heilen zuwenden. Respektiert Voss. Ihr habt den Segen. Damit könnt ihr das Tor zum dunklen Herz erkennen. Zum Öffnen des Tores benötigt ihr noch den Knochenanhänger. Kommandosoldat Bidegwa besitzt ihn. Er ist im Gormak-Gebiet stationiert und führt Krieg gegen die Gormak-Häuptlinge. Er muss euch den Knochen geben. Okidoki. Er wird ihn uns auch geben. Weil sonst muss er tierisch doll leiden. Die Voss als, spielbare Klasse hier, die wären super. Also auch so in dieser Konstellation, wie sie hier sind. Weil die Chiss und sowas alles, das ist alles nicht meine genug herum Spielklassen, aber so die Voss, das wäre schon richtig genial. Weil rein vom Äußerlichen finde ich die auch schon sehr, sehr cool. Also das wäre definitiv eine Rasse, die sie hier ins Spiel mit reinbringen sollten. Boah, überlegt euch mal, ey. So viele Stufen. Ey, der Pflasterer, der hier gearbeitet hat, ne, der tut mir so leid. Hier, die ganzen Fliesen und alles. Mein Gott, so viel Arbeit. Heilige Scheiße. Aber ist euch mal aufgefallen? Ich habe noch nie eine Küche im Star Wars, in der Star Wars Galaxie gesehen. Außer in dem Film. Also rein hier im Spiel. Ich habe noch nie eine gesehen. Hier muss doch irgendwo jemand auch eine Küche besitzen.
Ja gut, mag deswegen sein, weil ich Küchenmonteur bin, aber ja, also gelernter Küchenmonteur. Aber das finde ich halt seltsam, dass man nirgendwo hier eine Küche sieht. Die Taxiplattformen sind geöffnet. So, auf zum Gormarktgebiet, wo wir uns den Knochenanhänger holen müssen. Und dann geht's ins dunkle Herz. Also das dunkle Herz klingt schon übel. Ich glaube, das kann da drin auch ziemlich heftig werden. Boah, das ist aber ein langer Weg, ey. Ich wollte schon gerade sagen, hier waren wir doch am Anfang. Weil sie ja nicht abstürzen und nicht runterfallen. Da ist es wieder. Da lag jemand tot. Uiuiuiuiui. Da müssen wir doch hin. Ah, wir fliegen ja zum Arsch der Welt. Weiß, lande doch. Und auf geht's zu Bidek Fass. So, weil der hat den Knochenanhänger. Boah, der ist auch schon wieder am Arsch der Welt, ey. Ja, ich gucke ziemlich häufig auf die Karte, ich weiß, aber bevor ich mich verfahre und den Weg doppelt und dreifach fahren muss, gucke ich lieber ein, zweimal drauf. Und dann geht das. So. Oh. Den muss ich haben. Den muss ich haben. So ein Arschgeige. Den will ich haben. Macht Tarnung an und verdeckt schrecken. Lass es wehtun! Oh Scheiße, ey. Macht er ja kaum Damage. Oh, ich habe das Gefühl, das dauert ein bisschen, bis ich den habe.
Alter, leck mich doch. Dauert echt. Aber wir sollten ihn kriegen. Boah, der zieht sie, ey. Jetzt hat er nicht mehr viel. Da war er. Leck mich fett, ey. Der war zäh. Boah. Kurz nachgucken. 23.000 Erfahrung hat er gebracht. Das ist gar nicht übel. Das ist gar nicht übel. Das ist sogar ziemlich gut. Das hat sich gelohnt dafür. Was war das denn? Achso. Okay. Dann gucken wir jetzt mal an. So. Wo ist er denn hier? Ich suche Bedeckwar. Eure Art erhebt gerne Ansprüche. Doch dazu hat sie kein Recht. Was hat jemand wie ihr wohl mit Bedeckwar zu besprechen? Ich brauche seinen Knochenanhänger. Seinen Talisman. Er ist zwar alt, aber wertlos. Dann wird es ihm nichts ausmachen, ihn mir zu geben. Er ist von ideellem Wert für ihn. Bedeckwar führt Krieg gegen die Gormax. Er kehrt erst zurück, wenn ihre grimmigsten Häuptlinge getötet sind. Der Feldzug dauert Monate. Ihr werdet warten müssen. Ich warte auf niemanden. Ich werde Bedeckwars Feinde persönlich ausschalten. Dann wird er mich empfangen. Irrsinn. Die Gormak-Häuptlinge sind wild und gut geschützt. Ich zeige euch, wo ihr sie findet. Dann werde ich euch nie wieder sehen. Was ein Spinner. Natürlich. Man sieht mich immer zweimal. Außerdem so ein paar Häuptlinge sind für mich ja gar nichts. Da, jetzt hier raus. Kommt schon der nächste. Ja, das war's dann erstmal für diese Folge. Und ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.